Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Da ist eine Tauchstelle, glaube ich. Oh. Okay, das war jetzt eine andere Tauchstelle als erwartet. Tor ist offen, das ist schon mal gut. Revelio. Geld und eine Schuluniform. Okay, das scheint alles gewesen zu sein. Gut. Das kann ich, habe es schon gesagt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy, natürlich. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Friedhof leergeräumt. Rebellion. Und, eine Aufgabe von Merlin angefangen. Und da bin ich jetzt aber gerade am Rätseln, was wir da machen müssen. Muss ich die vielleicht nochmal auslösen? Aber eigentlich haben wir die schon ausgelöst. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Ja, haben wir ausgelöst. Oh, ich höre einen Ping. Da. Der Barkeeper in Keenbridge hat immer einen Vorrat an Ingwerwurzeln, um die Übelkeit seiner Gäste zu bekämpfen, damit sie länger trinken können. Prost. Da unten gibt es eine Tasche. Hier gibt es eine Truhe. Trinken wollen wir jetzt nicht. Ah, da komme ich nicht rein. Botanikblatt. Ich höre wieder einen Ping. Da. Die Welt der Zauberei braucht genauso viel Honig für ihren Tee wie die Muggelwelt. Da ist nochmal was. Quidditch-Handschuhe. Da sehe ich eine blaue Kugel. Ah. Truhe nehmen wir natürlich mit. Wieso kriege ich die nicht hier hin? Müssen wir anders machen. Oh.
müssen wir das mit dem Zauber machen. Hoppala. Da wird sie rein müssen. Da. Sehr gut. Aufgabe gelöst. Die war jetzt schon ein bisschen schwieriger, weil das doch weit auseinander lag, die Sachen. Aber kriegen wir alles hin. Da geht's nach. Dann nehmen wir doch den Weg. Ich laufe auf jeden Fall noch mal wieder was. Besen hin oder her. Aber so können wir halt auch nebenher das, die Sachen sammeln. Oh, da oben sind Gegner. Dunkle Straßenköter. Das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Aber es macht ja auch nichts. Darf ja auch sein, ne? Es wird besser mit den Kämpfen, muss ich schon sagen. Sind wieder. Da oben ist ein, das sind Spinnen, okay. Rebellion. Wieso kann ich die nicht mitnehmen? So viele. War's schon. Da ist noch eine. So. Irgendwas vergessen? Da hinten leuchtet was. Ah, 10 Münzen. 10 Münzen sind 10 Münzen. Da oben, da ist nochmal eine Spinne. Die nehmen wir mit. Und unter uns ist eine Höhle. Das sollte ich untersuchen. Und da ist nochmal Merlin. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Das schauen wir.
Okay. Einer, zwei, drei. Feuer. Incendio. Das ist jetzt die Frage. Brauchen wir wieder Lumos? Wäre auch noch eine Möglichkeit. Lumos. Lumos. Was hat es damit auf sich? Ich guck grad mal nach dem Höhleneingang. Der soll hier irgendwo sein. Ups. Da gehen wir jetzt gerade mal rein. Sieht interessant aus. Rebellion. Das ist nur die eine Kiste. Da-da-da-dum. Nur die eine Kiste. Aber immerhin. Die ist auch schon mal was wert. So. Haben wir da schon den hier probiert? Was haben wir denn noch?
Reparo habe ich noch, aber... Haben wir hier irgendwas, das wir dafür mit verwenden können? Dass wir irgendwie dahin ziehen können zu den Dingern? Nö. Müssen wir mit den Steinen da agieren? Nee, ich kann nur die. Tja. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mit dem Besen vielleicht. Nee. Was haben wir denn noch? Blutegelsaft, Maxima-Trank, Donnergebräu. Unsichtbarkeitstrank, Alraunen, chinesischer Kohl, Zähtentakula. Den könnte ich noch probieren, aber davon verspreche ich mir nicht viel. Ja, das müssen wir, glaube ich, erstmal ruhen lassen. Ich weiß es nicht. Es schließt sich mir gerade nicht, was ich da tun müsste. Vielleicht finden wir es später mal raus. Da liegt noch was. Echt ein absolutes Rätsel. Da ist noch einer.
So, an Straßenköterfällen mangelt es uns jedenfalls auch nicht. Oh, nochmal zwei, ne, drei Gegner. Was sind das für welche? Spinnen. Beine sind einfach zu viel. Definitiv. Acht Beine sind sechs zu viel. Dem kann ich absolut zustimmen. Ah, da hinten haben wir, glaube ich, Florfliegen wieder. Die nehmen wir natürlich auch mit. Gegner. Kein Spinnenzahn. Ist aber knickrig. Ah, aber dafür ist da eine Tasche. Traditioneller Schulumhang. Okay. Florfliegen. Laufen mal drumherum. Sehr schön. Das noch mal einer. Zwei Spinnen schon wieder. Immer diese Spinnen. Wo ist Nummer 2 und 3? Mädels. Das ging ja fix. So. Das ist eine herrliche Gegend hier. Und da haben wir jetzt noch wieder einen Stein. Schnellreisepunkt. Revelio. Wieder mal auf Abenteuertour? Mhm. Bisschen Münzen sind auch nie verkehrt, ne? Auch noch mal eine Kiste, die nehmen wir gleich mit. Aber natürlich lassen wir uns hier die Florfliegen nicht entgehen. Und hier war die Kiste. Hexerhut Indigo, okay. Florfliegen und noch mal ein Sumpfkratler dürfte da noch mal sein. Easy.
Soll ich in die Richtung? Naja, das Spiel wird schon wissen. Das kennt den Weg besser als ich. Sehr schön. Ja, so skillen wir halt nebenbei die ganze Zeit auch. Das ist natürlich auch mega praktisch. Weil wir so halt... Da oben ist nochmal ein Gegner. Müsste wahrscheinlich wieder eine Spinne sein, ne? Ne, ein Hund. Ein Straßenköter. Kriegen wir wieder Fell, ist auch nicht verkehrt. Das ist nochmal ein Merlin-Rätsel. Vielleicht können wir das lösen. Das sind schon wieder die Dinger. Das ist das gleiche Rätsel, wie wir bei dem anderen auch schon hatten. Das brauche ich jetzt gerade nicht anfangen. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das löse. Revelio. Das gilt es noch zu schauen. Da unten ist ein Gegner. Fallschaden gibt es hier, glaube ich, zum Glück nicht. Ich schwöre, keiner von euch hätte noch seinen Kopf auf den Schultern, wenn ich euch nicht im Zaum halten würde. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Ich kann es leider noch nicht öffnen. Oh. Verehrter Kunde, ich danke für Ihren Brief. Ich verstehe, dass Sie aus sentimentalen Gründen den Zauberstab Ihrer verstorbenen Tante weiter benutzen möchten. Ich muss Ihnen jedoch zur Vorsicht raten. Nicht nur, dass Sie mit dem Zauberstab eines anderen enttäuschende Ergebnisse erzielen werden, ein Zauberstab aus Akazienholz ist auch äußerst temperamentvoll. Ich sorge mich um Ihr Wohlergehen, sollte er sich gegen Sie auflehnen. Mr. Ollivander. Tja. Er hat sich wohl gegen sie erhoben. Falsche Taste. T wollte ich. Incendio. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Revelio. Unten dürfte noch wieder ein Sumpfkrattler sein. Oh.
Dachte, er wäre schon. Er war gar nicht. Da unten muss eine Höhle sein, wo man tauchen muss. So, da muss noch einer sein. Genau. Kurz, knapp, fertig. Revelio. Da muss eine Höhle zum Tauchen sein. Ist die Frage, nehmen wir die mit? Die klären wir aber in der nächsten Folge. Ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.